Diese Möbel hier sind typisch für Möbel, die wir hier in unserem Betrieb ablaugen. Alles Möbel, die aus Fichte oder Kiefernholz bestehen, beziehungsweise der Stuhl, das ist ein Mischholz. Sie haben aber unterschiedliche Oberflächen drauf. Ganz rechts haben wir einen Schrank, das ist ein mit einer Spiritus-Lasur. Die wird also relativ gut und schnell abgehen. Das könnte man auch mit Salmiakreis machen. Dann hier typische Vertreter für eine Bierlasur. Man sieht hier auch schon an dem Stuhl, wie dass er Teil der Farbe schon verloren hat. Das ist auch ein Kundenauftrag. Die Frau möchte den Stuhl gerne natürlich hell haben. Und obwohl ja mittlerweile in vielen Publikationen auch davon die Rede ist, die alte Farbe möglichst drauf zu lassen, ist es doch schwierig, Möbel in der Art, in diesem Erscheinungsbild zu verkaufen. Ich habe hier noch einen anderen Schrank. Der hat so eine Ölharzfarbe drauf. Und man sieht ja auch, die ist noch sehr gut erhalten eigentlich. Stellt ja eigentlich auch eine Imitation dar von hier wahrscheinlich so Nussbaumholz. Und dieser lohnt sich eigentlich zu erhalten. Allerdings ist die Anzahl der Kunden, die so einen Schrank in der Art haben möchte, doch sehr gering. Also ich denke mal, 5 Jahre lasse ich ihn hier stehen und wenn er dann nicht weggeht, muss ich dann vielleicht dann doch mal die Farbe entfernen. In diesem alten Buch hier, das ist von 1900, schreibt schon dieser Professor hier, eine weit verbreitete Sitte ist es, durch den Anstrich das Äußere einer Arbeit aus edlem Holz nachzuahmen. Richtiger ist es aber, von einer Unsitte zu sprechen. Mit einem Aufwand von mehr oder minder genügender Geschicklichkeit wird die Täuschung möglichst vollkommen zu machen gesucht. Aber es ist verloren Liebesmühe. Jeder Banause weiß, dass es nur so aussieht. Also auch damals schon waren gar nicht alle damit einverstanden, dass man solche Imitationen hier herstellt. Aber sie sind ja auch schon hier über 100 Jahre alt und sind sicherlich erhaltungswert. Und vielleicht trägt das Video auch dazu bei, dass solche Objekte in Zukunft eben nicht mehr gelaufen werden, sondern auch irgendwann mal so wieder einen Freund finden und dann so in der Wohnung stehen. Der Vorteil eines Laugens ist natürlich auch, dass wir natürlich sämtliche organische Substanzen zerstört werden. Das Laugen ist ja wie bei der Seitenherstellung eine ätzende Sache und wenn Sie noch irgendwelche Reste von irgendwelchen Insekten im Schrank haben, irgendwelche anderen Verunreinigungen, Mäuse, Urin oder dergleichen, all das wird ja weggeätzt und Sie haben natürlich nachher ein sehr sauberes Möbelteil. Dann kann man natürlich auch gerade mit Lauge solche Verzierungen hier besser gar nicht sauber kriegen, als es gibt weder vernünftige Abbeizer noch andere Möglichkeiten durch Schleifen oder so, das sauber hinzukriegen. Mit einer Lauge wird das blitzblank sauber, dieses Teil. Und auch hier, wenn man jetzt schleift, anfangen würde zu schleifen, was theoretischerweise auch möglich ist, hat man aber dann nachher doch Farbunterschiede. Mit der Lauge wird das alles vom Holz her sehr einheitlich werden. Wenn wir so ein Vertiko bekommen, und das ist schon des Öfteren mal der Fall, dann sieht man ganz klar, hier hat jemand wirklich viel Arbeit angesteckt, denn da ist abgeweizt worden. Viel Arbeit, viel Zeit und sicherlich auch viel Geld, denn so Arbeiter sind ja auch nicht billig. Und trotzdem ist natürlich noch viel an Farbresten drauf. Gucken wir uns das mal näher an. Wenn da so einem Vertiko aus der Zeit des Historismus weiße Farbe drauf ist, dann ist es eigentlich immer schon ein Zeichen, das ist natürlich nicht die Originalfarbe, denn die befindet sich noch darunter. Deswegen sehen wir hier auch unter der weißen Farbschicht noch so eine braune Bierlasur. Das ist eigentlich die Originalschicht. Die weiße Farbe ist meistens in 20er Jahren oder bis 50er Jahre aufgetragen worden, meistens eine Ölfarbe. Gerade hier in den Verzierungen
kriegt man sowas natürlich mit dem Abbeizer überhaupt nicht raus. Und auch gerade bei Weichholz, da kann man wirklich eigentlich nur mit einer Lauge rangehen. Auflauge ist für Privatleute nicht geeignet, weil einfach zu viele Gefahren damit verbunden sind. Das fängt schon damit an, dass man nicht die richtige Schutzkleidung hat. Ich habe also schon viele Leute gesehen, die hatten ganz einfache Haushaltshandschuhe an, nicht so dickere wie wir hier benutzen. Und die Haushaltshandschuhe war das Problem, sobald sie einen Möbelteil irgendwo an einem vergessenen Nagel oder an einem Splintholz irgendwo hängen bleiben, haben sie ein kleines Loch im Handschuh und da dringt dann gleich die Lauge durch. Sie merken das gar nicht, denn es kommt ja zu einer Verseifung der Finger. Sie merken dann erst, dass es einmal so glitschig wird und erst später, wenn sie dann so braune Ränder unter den Fingernägeln bekommen, dann merken sie, dass sie eine ganz schöne Verletzung davon getragen haben. Dann gibt es weiterhin die Problematik eben auch, dass Spritzer natürlich ins Gesicht kommen können und auch die ätzen sehr stark. Ich habe ja auch mal trotzdem noch einen Eimer Wasser stehen, dass ich gleich, wenn ich einen Spritz abbekommen sollte, sofort nachwaschen kann. Es kann auch beim Einrühren dieses Ätznatrons, wenn das Wasser heiß ist, zu einer Art Explosion sogar kommen, wenn das zu schnell passiert, und da können also auch wirklich fürchterliche Unfälle passieren. Man sollte doch wirklich als Privatperson so Teile dann lieber zu einer Ablaufzentrale geben, die gibt es eigentlich auch überall, und sich dann bei Restaurierung dann lieber auf Schleifen oder Schellackpolituren oder auch andere Arten der Farbentfernung konzentrieren. Ich möchte jetzt auch noch das Filter oder die Maxkleber benutzen, da ist ein spezielles Filter drin, gerade für diese Dämpfe, die ja entstehen durch die Lauge. Sowas muss man auch unbedingt haben, wenn man damit hantiert, denn das geht sonst ganz schön auf die Lunge und ich weiß von manchen Kollegen, die da wirklich dann nachher große Probleme hatten, weil sie eben so die Filter nicht benutzt haben. Dann eben auch noch erwähnenswert, Lauge in erster Linie wirklich für Ficht und Kiefer. Sonst haben wir ganz schön Verfärbungen. Verfärbungen, die nie mehr rausgehen, gerade bei den Edelhölzern, da brauchen wir gar nicht mit Lauge rangehen. Bei Buche, wie hier die Füße, Buchenholz wird dunkler, Erle wird dunkler, auch Lärche wird dunkler, müsste man vielleicht dann nachher mit Wasserstoff wieder hell machen. Also in erster Linie Kiefer und Fichtenholz. Also wenn bei uns gelaugt wird, dann haben wir auch entsprechende Schutzkleidung an. Man sieht Öl, Jacke und Hose, Gummistiefel, Atemschutzmaske, Schutzbrille für die Augen und natürlich sehr dicke Gummihandschuhe. Und wir benetzen das Möbelteil nur mit der Lauge und waschen dann relativ schnell wieder ab. Auf keinen Fall sollte man solche Möbelteile tauchen in Lauge. Dadurch würde es zu einem großen Quellen des Möbelteils kommen und viele Verbindungen würden locker werden. Wie man hier auch sieht, wird natürlich das Möbelteil komplett nass und muss nachher auch natürlich mit klarem Wasser abgespritzt werden, dann neutralisiert werden mit Essig. Und für diese ganze Prozedur braucht man natürlich schon ein Auffangbecken oder wie wir hier eine Grube, in der man nachher das Ganze wieder neutralisieren kann, denn so kann man es nicht in die Kanalisation leiten. Wir haben zwar beim Schlamm nur einen erhöhten Zinn- und Zinkwert und Bleiwert auch, aber das Wasser ist auf jeden Fall sehr pH-Wert, hat einen sehr hohen pH-Wert, muss daher mit Schwefelsäure neutralisiert werden. Sowas geht natürlich alles nur in einem Auffangbecken oder in einer Grube.